Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cornelius Kölde und ich habe wahrscheinlich mal wieder etwas zu sperrigen Titel irgendwo gewählt. Ich will heute über Zwei-Faktor-Authentisierung erzählen und der springende Punkt dabei ist, da werden wir zum Ende des Vortrags sehen, dass ich halt dann auch so ein bisschen ortsunabhängiger dabei werden kann. Ich will hier eine Firma betrachten, ein Bauunternehmen, die Schlaubaum AG. Die baut Häuser und macht das in der Regel irgendwo in einem Projektgeschäft. Die Schlaubaum AG, die hat einen Vertrieb, das ist ein bisschen schwer zu erkennen. Und die Vertriebler sind natürlich irgendwo viel unterwegs. Die reisen überall hin, in entlegene, schöne Weinanbaugebiete und so. Und müssen dort halt hin, um die Projekte zu besprechen, um den Kunden irgendwas zu präsentieren und um sich mit denen zu unterhalten. Problem ist natürlich, dass diverse Baupläne von Musterhäusern, Beispielhäusern, Preislisten, Projektunterlagen und so weiter und so fort. Vielleicht haben die das irgendwie auf ihrem Notebook dabei, das Problem kennen wir ja, aber ansonsten ist es ja irgendwie so, dass auch hier bei der Schlaubau AG diese ganzen Informationen auf dem Server liegen. Wie soll das anders sein? Der Vertriebler hat seinen Vertriebslaptop und hat natürlich dann nicht aktuelle Informationen dabei. Das heißt, er verbindet sich natürlich mit dem VPN zur Schlaubauzentrale, wo auf dem File-Server alles liegt, was sie so brauchen. Das macht die Schlaubau AG zurzeit halt mit hier so Post-it-Zetteln, wo natürlich immer so die Passwort draufstehen. Also im Prinzip Remote-Zugang zur Firma irgendwo mit dem Passwort abgesichert. Jetzt sieht die Schlaubau AG, irgendwie ist das ganz komisch. Hier wird irgendwie geplant, in Frankfurt ein neues Gebäude von der EZB. Wer baut das? Auf jeden Fall nicht die Schlaubau AG. Wer kennt die Schlaubau AG hier eigentlich? Keiner, gell? Also insofern, aber das liegt vielleicht auch daran, weil die bisher es nicht geschafft haben, solche Projekte zu akquirieren. Sagen wir, irgendwas ist da komisch, wir schreiben da immer unsere Angebote, aber das Projekt kommt nicht. Ja, und könnte das vielleicht irgendwie an dem Post-it-Zettel mit dem Passwort liegen? Also fasst die Schlaubau AG die Schlaubau AG fasst einen schlauen Plan und sie sagt, wir haben da doch mal sowas gehört. Gut, diese Post-it-Zettel, die sind für sie antiquiert. Wir machen das mal mit zwei Faktoren. Wer von Ihnen kennt sich mit Zwei-Faktor-Authentisierung aus? Gut, wer setzt das ein? Etwa die gleichen. Im Endeffekt geht es darum, ich habe halt irgendwie, also es gibt verschiedene Varianten, es gibt auch noch die Variante, dass man Biometrie verwendet. Ich habe einen Faktor, das ist halt mein Passwort, das weiß ich. Das ist mein Wissen. Und dann füge ich halt, um mich irgendwo anzumelden, meinen zweiten Faktor, hinzu. Das kann halt in der Regel Besitz sein. Es kann auch eine Eigenschaft sein, eine biometrische, aber da will ich heute nicht drauf eingehen. Und die Schlaubau AG, der ist das auch irgendwie viel zu neumodisch. Die sagt irgendwie, okay, wir überlegen uns mal, wie wir irgendwie so einen zweiten Faktor Besitz einführen können. Zusätzlich zu dem Passwort, was wir schon haben, wollen wir also einen Token verwenden. So. Die Schlaubau hat dann folgende Anforderungen. Sie sagt also, prinzipiell will ich einen zweiten Faktor Besitz haben. Ich will, dass das Ganze irgendwo betriebssystemunabhängig funktioniert. Das heißt also, weil ich habe hier Vertriebslaptops. Auf der Seite sind die ziemlich neumodisch unterwegs. Die haben nämlich, ich habe gehört, die haben unter anderem auch Linux auf ihren Vertriebsnotebooks. Dann sagen sie, okay, das Turnschuh-Administration, das ist irgendwie von vorgestern. Ich will, dass das irgendwie zentral managebar ist. So. Und dann
Naja, wir haben ja so einen IT-Dienstleister hier irgendwie, sagen sie, aber das ist irgendwie immer alles ganz kompliziert. Deswegen will ich eigentlich vermeiden, irgendwie großartig Änderungen in meiner Netzwerkinfrastruktur vorzunehmen. Also ich habe noch die Anforderung, es sollte möglichst mit wenig Aufwand irgendwie integrierbar sein. Und meine Benutzer, die liegen halt irgendwie im Falle von der Schlaube, die liegen halt in einem OpenLDAP und dort sollen sie auch liegen bleiben und da will ich auch weiterhin meinen Benutzer administrieren. Und dann denkt die Schlaubau, die ja irgendwie aus einem auch konkurrenzgerüttelten Markt irgendwo kommt, sagt sie also, naja, wer weiß, wie das in 2, 3, 4, 5 Jahren ist. Also wenn ich mir jetzt diesen zweiten Faktor Besitz irgendwo anschaffe, vielleicht will ich ja in 3 Jahren irgendwie andere Authentisierungsdevices, andere Token kaufen. Deswegen möchte ich wirklich keinen Vendor-Lock haben. Und dann, last but not least, wir sind ja heute hier auf dem Open Source und Linux-Tag, sollte dieses, das, was wir da einsetzen, auch noch Open Source sein. So. Ja, und dann habe ich halt mal die Schlaubau getroffen und dann habe ich dann gesagt, hier, da gibt es was, das nennt sich Privacy Idea. Gucken wir mal, wie das mit deinen Anforderungen aussieht. Du hast die Anforderung, zweiter Faktor, alles klar. Das ist ein System, mit dem ich Authentisierungsdevices, also zweite Faktoren, verwalten kann, um mich dann damit zu authentisieren. Außerdem sagt ihr, ihr wollt betriebssystemunabhängig sein. Okay, das erreicht man zum Beispiel dadurch, dass man einmal Passwort-Token nimmt. Gegenüber Smartcards habe ich halt da den Vorteil, ich muss keine Treiber auf dem System installieren. Ich kann das im Prinzip auch mit einem NetBSD betreiben oder ich kann das mit irgendeinem komischen Router-Betriebssystem irgendwie betreiben. Dann will Schlaubau das ja zentral verwalten. Auch kein Problem, das ist ein Authentisierungsdienst. Das steht als Service auf einem Server im Netzwerk und ich kann Authentisierungsanfragen gegen diesen Dienst stellen. Dann sagen sie, das Netzwerk soll nicht modifiziert werden. Das ist auch kein Problem, weil ich hier rein lesenden Zugriff auf irgendwelche Netzwerkressourcen mache. Das heißt, ich muss keine existierenden Daten oder Strukturen irgendwo verändern, sondern ich lese einfach beispielsweise die Benutzer aus dem OpenLDAP raus. Außerdem wird das da irgendwo auf Standardprotokolle gesetzt, auf HTTP, auf Radius und dergleichen. So. Die Benutzer, heißt es, sollen weiterhin im OpenLDAP liegen und auch kein Problem, weil Privacy Idea von der Struktur her das ermöglicht, Benutzer lesend in verschiedenen Quellen zu finden. Ich kann Benutzer finden in LDAP-Quellen, LDAP-Servern, in SQL-Datenbanken, in Dateien oder auch in SCIM-Services. Das ist im Prinzip so ein LDAP für Single Sign-On in der Cloud. So, kein Vendor-Login fordert die Schlaubau noch, auch kein Problem, weil das System so modular ist, dass ich verschiedene Tokentypen unterstützen kann. Verschiedene Tokentypen, die zum einen auf verschiedenen, kryptografisch auf verschiedenen Algorithmen beruhen oder mit verschiedenen Algorithmen arbeiten, aber auch verschiedene Tokentypen, die von verschiedenen Herstellern kommen. Wenn ich irgendwann mal einen neuen Hersteller oder einen neuen Algorithmus habe, kann ich über ein modulares Konzept dort auch ein neues Modul entwickeln, was dann genau diesen Token unterstützt. Open Source, kein Problem, das Ganze ist unter der Architektur LV3 zu haben. So, bei der Schlaubau sieht das heutzutage so aus, die haben ihre Firewall mit dem VPN, der Vertriebsmitarbeiter sitzt hier irgendwo im Internet in dem verregneten und mit seinem Passwort, was er sich versucht zu merken und greift mit seinem, baut die VPN-Verbindung auf, hinten im LDAP-Server finde ich ebenfalls das Passwort von dem Benutzer. Und dann kann er halt auf die interne Struktur von dem Schlaubau-Netzwerk zugreifen. So, wenn man jetzt hinkommt und sagt, okay, ich installiere jetzt mal, ich führe da jetzt diesen zweiten Faktor ein, sieht das Ganze wie folgt aus. So, heute, mit Privacy Idea wird daraus dann das Folgende. Dann kann ich
ohne das restliche Netzwerk zu verändern, hier einen, einen zusätzlichen Dienst einbringen, installieren, Privacy Idea, liest dann aus dem LDAP raus, welche Benutzer es gibt und dann kann ich im System den Benutzer hier Authentisierungsdevices, Token zuordnen und diese Token an den Benutzer verteilen. Das heißt, der Benutzer, der irgendwo hier draußen ist und übers VPN ins Netzwerk will, muss halt jetzt sein Wissen, das Passwort mitbringen und muss halt seinen Besitz dieses Tokens mitbringen. Dann wird beispielsweise das Passwort gegen das LDAP geprüft und das richtige Einmalpasswort, was der Token ja erzeugt, wird gegen das Privacy-ID-System geprüft. So, und dann verziehen sich die Regenwolken und alles ist eitel Sonnenschein. Die Verkäufer, die Vertriebler sind glücklich, die sind jetzt mit ihrem Laptop unterwegs. Sie sind auch glücklich, weil sie nämlich ihre eigenen, es ist auch möglich, die eigenen Devices zu wählen. Also in dem Setup kann ich durchaus sagen, an verschiedene Benutzer verteile ich auch verschiedene Geräte. Also ob ich nun hier so ein Gerät, was ich in USB-Reinstecker haben möchte, ob ich halt ein Gerät haben möchte, was mir auf einem großen Display irgendwie ein Einmalpasswort anzeigt. Oder das sind so Karten im Scheckkartenformat, die auf dem E-Ink-Display das Passwort anzeigen. Das kann durchaus interessant sein, weil ich vielleicht verschiedene Szenarien habe. Irgendwie, ich habe Vertriebler, die sind schon ganz schön lange unterwegs, ja? Und die sind halt auch, die wollen ja auch dieses Projekt in Dubai gewinnen. Und deswegen sitzt der Vertriebler da vor Ort und dem kann ich halt jetzt hier so eine flache Karte zuweisen, in Briefumschlag schicken und dorthin. In den Briefumschlag stecken und dorthin schicken und dann kann der sich halt in Zukunft ins VPN mit der Karte noch anmelden. Und gut, bei der Schlauro gibt es das nicht, aber falls ich jetzt einen blinden Mitarbeiter hätte, könnte ich zum Beispiel sagen, okay, der ist natürlich hier mit so einem Gerät gelackmeiert, dem kann ich so ein Gerät geben, das muss er nur in den USB-Port stecken und auf den Knopf drücken. So, außerdem, oh, die Vertriebler waren glücklich, da hat die IT festgestellt, Moment, wir haben doch jetzt hier so ein System bei uns im Netzwerk installiert, da kann ich doch noch andere Sachen mitmachen. Weil das ist ja EDA. Ja, und dann stellt also die IT fest, hey, ich habe hier noch andere File-Server, da rolle ich mir jetzt auch noch ein Device aus, das muss ja nicht nur der Vertrieb haben, und dann kann ich mich auch an meinen File-Server damit anmelden. Das Ganze sieht dann so aus, dass hier die IT steht, die hat sich ja auch noch ein Device ausgeholt und kann sich jetzt über PAM, über eine entsprechende PAM-Konfiguration auf den File-Servern einloggen, um administrative Aufgaben durchzuführen. Jetzt ist der Vertrieb eine Weile unterwegs, alles ganz wunderbar. Stell dir mal fest, Moment, wir haben doch eigentlich für unsere Kunden, in den Projekten haben wir ja auch so ein Kundenportal. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, was die Kunden ganz gut finden. Dann können sie nämlich ihre Projektfortschritt verfolgen. Die Schlaubau AG, die hat dafür irgendwie so ein Django-basiertes System aufgesetzt, wo sich die Kunden mit Passwort anmelden. Dann haben sie gesagt, oh, hey, das ist ja im Zweifel auch für die Kunden ganz interessant. Und dann sagen sie einfach, okay, wir können eigentlich auch das Kundenportal noch so erweitern, dass sich auch unsere Kunden mit einem zweiten Faktor anmelden können. Das sieht dann so aus, dann kommt der Kunde und je nach Art kriegt der Kunde vielleicht so ein Gerät oder ich habe auch so mehr virtuelle Token, das heißt, ich kann zum Beispiel auch einmal Passwörter per SMS verschicken, wenn ich sage, okay, ich möchte die Kunden, an die Schlaubau quasi keine Token verschicken möchte, sage ich halt einfach, gib mir deine Handynummer und dann kann ich das da einrichten. So, die Schlaubau ist glücklich. Alles gemacht, hat Remote-Zugang eingerichtet für die Vertriebler, hat administrative Zugänge für die administrativen Zugriffe auf die Server, für die IT-Mitarbeiter, hat ein Kundenportal eingerichtet. Alles prima. Ja. Aber, jetzt sagen wir, ich bin ja immer noch irgendwo unterwegs,
Trippler mit meinem Notebook. Was mache ich da jetzt? Die ist ja nicht ganz untätig. Die hat bisher auch schon ihr Notebook mit NUKS verschlüsselt. Wunderbar, also prinzipiell ist das alles kein Problem. Die Daten sind sicher, sicher. Und, aber jetzt haben sich auch die Vertriebler schon so an diesen zweiten Faktor gewöhnt und irgendwie ist das komisch. Und ich klappe mein Notebook auf und gebe eine Passphrase ein, um es zu booten. Wer hat denn alles hier sein Notebook verschlüsselt? Ja, mit Passwort. Okay. Ja. Das ist halt auch das, was man mit, was halt, wenn wir jetzt von Linux-Notebooks reden, irgendwie mit NUKS halt irgendwo mitkriegt und was halt so möglich ist. Also sagen die Vertriebler, Mensch, können wir nicht noch irgendwie jetzt dieses Gerät, was wir da sowieso haben, hier fürs Booten von den Notebooks verwenden? Ja, setzen wir mit den ITlern zusammen, da sagen die ITler, nee, das geht nicht. Eure Notebooks sind ja offline. Ja? Und das Problem ist ja, wenn ihr euch mit eurem Token anmelden wollt, dann wird dieses Einmalpasswort irgendwo hingesendet werden, damit überprüft werden kann im Backend-System, ob das Einmalpasswort richtig ist. Also wenn ihr, wir erinnern uns an diese schöne Weinanbauregion, wenn ihr da also irgendwo mit dem mit eurem Kunden in einem schönen Weinlokal sitzt, um den Deal fertig zu machen, dann kriegt ihr euer Notebook nicht gebootet, weil ihr da ja offline seid. Das ist ja doof. Das ist doof. Ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und gucken uns mal irgendwie an, wie dieses Privacy-ID irgendwie aussieht. Das ist im Prinzip eine Web-Applikation. Die basiert auf Pylons, das ist ein Python-Framework. Und ich habe hier eine Benutzerschnittstelle, wo ich für Basisklassen vererben kann, weswegen ich da so flexibel, modular bin, wo ich im Prinzip verschiedene Module habe, um auf verschiedene Quellen zuzugreifen. Das heißt, ich kann auf, wie gesagt, auf Dateien, auf SQL, auf LDAP oder auf SCIM-Dienste zugreifen. Das kann ich auch beliebig kombinieren. Das war auch für die Schlaubau ganz gut, weil manche Benutzer halt im LDAP lagen, aber als sie ihre File-Server zum Beispiel angebunden haben, dann haben sie einfach eine Datei genommen. Ja, und dann kann ich also verschiedene Benutzerquellen zusammensuchen und aggregieren. Dann habe ich hier eine Basisklasse, das ist ein bisschen ausgespart, für meine Authentisierungsdevices. Da hängt dann ganz viel drunter, was es für verschiedene Geräte gibt. Und dann kann ich in dem System, also Benutzern, die ich irgendwo hier in diesen Benutzerquellen finde, kann ich also solche Authentisierungsdevices-Token zuweisen. Das Ganze kann ich dann in der Datenbank abspeichern. Da ist eine Abstraktionsschicht zwischen, sodass ich eigentlich eine Datenbank benutzen kann, wie ich will. Ich kann auch schon existierende Datenbanken benutzen, von SQLite über MySQL, Postgres bis hin zu irgendwelchen kommerziellen. Dann habe ich also diese Token zugewiesen und jetzt weiß das System, der Benutzer hat einen Token dieses Typus. Und Einmalpassworte funktionieren grob so, ich habe einen geheimen Schlüssel und dann habe ich irgendwie einen Zähler, der entweder ereignisbasiert oder zeitgesteuert hochgezählt wird und die klebe ich zusammen, den geheimen Schlüssel und den Zähler und hashe das und dann kommt halt irgendwie ein Wert raus. So, und wenn ich mich damit jetzt irgendwie authentisieren möchte, muss der Benutzer halt genau das mit seinem Gerät machen und dieser Wert muss halt an das Backend gesendet werden. Das Backend muss halt irgendwo überprüfen, ob es diesen Wert auch berechnen kann. Ich habe hier verschiedene Schnittstellen. Erstmal habe ich eine API und habe da verschiedene Protokolle drauf sitzen. Aber das ist halt auch genau der Knackpunkt für das Offline-Thema, dass ich halt das Backend-System erreichen muss, um die Authentisierung durchzuführen. Administrieren kann ich das auf verschiedene Arten und Weisen. Hier habe ich auch wieder eine Web-API
für die Administration, da habe ich ein Webinterface oder ein Command-Line-Interface. Das Charmante ist, wenn ich bereits irgendwie ein Support-Portal habe für meine IT, dann kann ich also in die bestehende Oberfläche, die der IT-Support kennt, kann ich einen Knopf einbauen, an die User-Sicht irgendwie Token sperren. Und da muss also nur noch dieser API-Call aufgerufen werden, der hier ans Backend-System geht, und dann macht er das. Das heißt, ich muss dem Support-Mitarbeiter nicht irgendwie erzählen, hey, du musst jetzt das fünfte User-Interface lernen, sondern ich kann auch einfach sagen, hier, benutzt das User-Interface, was du kennst, weiter, und wir bauen ein paar Funktionen dort ein. Naja. Von den Authentisierungsgeräten her ist es so, da gibt es welche, das nenne ich mal Click-Token. Das heißt, es sind Geräte, ich drücke irgendwo auf den Knopf und der zeigt mir ein einmal gültiges Passwort an. Und was halt dann passiert, ist halt, der User muss halt sein Benutzernamen, sein Passwort, also seine Credentials an den Authentisierungsserver schicken. Online. Beispiele dafür sind der Google Authenticator. Wer kennt den? Das ist also so eine Smartphone-App. Das ist halt auch noch ein Punkt. Ich habe halt diese Hardware-Token. Ich kann aber auch Smartphone-Apps verwenden. Und das Charmante an den Smartphone-Apps ist, ich kann zwar den geheimen Schlüssel selber erzeugen. Problem ist natürlich, der geheime Schlüssel liegt dann auf dem Smartphone, was halt irgendwie auch nur ein Computer ist. Im Gegenzug dazu habe ich hier zum Beispiel so klassische Schlüsselanhänger, Token hier so von Feitian. Die kommen halt fertig initialisiert zu mir. Da ist der Schlüssel zwar eine Hardware, den kriege ich nicht so gut raus, aber irgendwo wurde der Schlüssel mal in der Fabrik auf diesen Token aufgebracht und ich kriege den Token und ich kriege eine Datei mit den geheimen Schlüsseln und kann mich halt dann fragen, okay, wer hat die Datei mit den geheimen Schlüsseln analysiert? Also das ist so der Punkt, wo man halt gucken muss, okay, in welchen Fällen möchte ich was für ein Authentisierungsgerät verwenden? Aber das Schöne hier ist, wie gesagt, ich kann mich ja selber dazu entscheiden, was ich verwenden möchte. Ja, das sind diese von mir getauften Click-Token. Dann gibt es aber noch Challenge-Response-Token, das funktioniert auch. Da ist es also so, ich sende im Prinzip was an den Authentisierungsserver. Der Authentisierungsserver sagt, ja, das ist ja schon alles ganz schön, aber erzähl mir noch mehr. Und aufgrund dieser Challenge vom Authentisierungsserver berechne ich mit meinem Token dann die Antwort und kann die an den Authentisierungsserver zurückschicken. Ganz unbequem ist es zum Beispiel hier, sind das zum Beispiel solche Token, die haben, weiß nicht, ob man es gut erkennt, die haben auch noch Knöpfe drauf. Ja? Das würde also heißen, ich versuche mich zu authentisieren, der Server sagt, ja, Moment mal, gib mir mal hier Challenge 17, 15, 13, dann muss ich das halt eintippen und aufgrund dieser 17, 15, 13 kriege ich dann eine Antwort, die der Authentisierungsserver halt überprüfen kann. Beispiele für dieses Challenge-Response-Verfahren ist auch das Versenden einer SMS oder das Versenden einer E-Mail oder halt OKRA-Token. Wer kennt HOTP und TOTP nicht? Okay, das sind, also es gibt HOTP und TOTP, ist ein ereignisbasiertes und ein zeitbasiertes Algorithmus, um einmal Passworte zu berechnen. Die sind netterweise auch irgendwo im RFC spezifiziert. Und da ist es halt tatsächlich so, ereignisbasiert heißt, ich drücke auf den Knopf an dem Gerät, zähle den Zähler hoch und dann läuft halt der Algorithmus los. Zeitbasiert heißt, in dem Token ist eine Uhr, die Uhr zählt halt weiter, wird durch die Unix-Time und durch 30 geteilt, das wird als Zähler genommen, mit dem Key verquickt und daraus das Einmalpasswort berechnet. Der OKRA-Algorithmus ist im Prinzip genau das Gleiche. Bloß, dass ich halt nicht mehr sage, ich habe als Input einen Counter oder eine Zeit, sondern ich kann als Input beliebig viel haben. Sprich zum Beispiel 17, 15, 13 oder meine Überweisungsdaten, meine IBAN mit dem Geldbetrag, den ich überweisen möchte.
All das und noch viel mehr kann ich also als Input im Endeffekt in den gleichen Algorithmus reinpacken und der mir dann halt ein Einmalpasswort ausspuckt. Challenge Response ist im Endeffekt auch das, was hier irgendwie Smart Cards machen oder halt Client-Zertifikate mit dem Public Key. Das wird Stand heute von dem System auch nicht unterstützt. So, was machen wir jetzt mit dem Offline? Wir haben ja jemals gesehen, ob ich nun diesen Click-Token oder einen Challenge-Response-Token habe. Irgendwo habe ich halt immer diese Kommunikation mit dem Backend-System. Und da gibt es halt irgendwie ein neues Konzept jetzt im Privacy-Ideal, womit man diesem Problem hoffentlich begegnen kann. Und dann halt auch so diese Anforderungen von der Schlaubau-AG lösen. Und zwar sagt dieses Konzept irgendwie hier, ich habe Clients und ich habe Applikationen. Die Idee dabei ist zu sagen, die Authentisierung erfolgt nicht mehr gegen den Authentisierungsserver, sondern die Authentisierung wird direkt von der Applikation durchgeführt. Dazu kann ich im Privacy Idea Maschinen verwalten und Applikationen verwalten. Applikationstypen. So, von der UI sieht das dann so aus. Ich habe halt hier Maschinen, irgendwie mit IP-Adressen. Und dann kann ich sagen, okay, auf dieser Maschine habe ich einen Applikationstypus LOKS oder SSH. Dann kann ich weiterhin sagen, okay, das LOKS auf dieser Maschine soll bedient werden von dem Token dieser Seriennummer. Das ist erstmal das, wie ich diese Zuordnung jetzt verwalte. Und der springende Punkt ist jetzt hier der Applikationstypus. Das sind auch wieder Module im Privacy Idea und dieses Modul muss halt wissen, wie es Authentisierungsanforderungen handhabt. Das sehen wir gleich. Bisher hat die Authentisierung ja wie folgt funktioniert. Das heißt, ich habe eine Applikation, die habe ich irgendwie so konfiguriert, mein VPN, habe ich Radius eingerichtet, dass er den Privacy-ID-Server fragt. Das heißt, meine Applikation sendet die Credentials, sendet einen Challenge-Response, was auch immer, an Privacy-ID. Und das sagt halt ja oder nein oder gibt mir mehr und lässt halt den Benutzer rein oder nicht. Das heißt, ich brauche den Server. Die Idee von Maschinen und Applikationen ist, dass ich halt irgendwann mal einen Ausrollprozess habe und dass das Privacy Idea der Applikation Authentisierungsinformationen gibt. Und abhängig davon, was ich halt für eine Applikation definiert habe, weiß halt dieses Applikationsmodul, aha, dieser Maschine ist ein Token vom Typ YubiKey zugeordnet und der will damit LOKS machen. Deswegen muss ich dieser Applikation jetzt diese Authentisierungsinformationen geben. Das heißt, Privacy Idea gibt der Applikation diese Authentisierungsinformationen oder anderes gutes Beispiel, was man glaube ich sofort versteht und was auch implementiert ist. Ich habe hier auf der Maschine ein SSH. Und das SSH sagt zum Beispiel, ich habe definiert, dass auf dieser Maschine man sich mit diesem SSH-Token-Typ authentisieren soll, ist im Privacy-Idea konfiguriert, definiert. Dann sagt das System, okay, die Applikation möchte sich jetzt irgendwo die Authentisierungsinformationen abholen und das ist in diesem Fall einfach der Public Key, mein Public SSH Key. Dann hat die Applikation diese Authentisierungsinformationen und braucht für spätere Authentisierungen nicht mehr den Authentisierungsserver fragen. Im Falle von LOKS ist es so, dass ich hier eine Möglichkeit nutze, dass YubiKeys, wer kennt diesen YubiKey, diesen ominösen? Okay, das ist also im Prinzip ein USA, äh,
eigentlich aus Schweden. Ursprünglich. Aber wie ist halt. Im Ausland. So. Das ist im Prinzip ein kleines Gerät, was ich an die Tastatur anschließen kann, an USB anschließen kann, was eine Tastatur simuliert. Und das heißt, normalerweise drücke ich auf den Knopf und dann kriege ich einen OTP-Wert ausgespuckt, als würde ich auf der Tastatur schreiben. In dem Fall ist es jetzt so, dass der doch einen anderen Modus hat, nämlich einen Challenge-Response-Modus. Das heißt, ich kann über USB Informationen in den Token reinschieben. Ich kriege, die wird drinnen mit AES verarbeitet und es kommt eine Antwort wieder raus. Und im Fall hier von dieser Maschinen-Clients-Applikation-Geschichte wird es zum Beispiel derart genutzt, dass ich sage, ich schicke an die Applikation einfach die Information, hey, wenn du diese Challenge reingibst, kommt dieser Response raus. Ohne der Applikation jetzt notwendigerweise zu verraten, wie tatsächlich der geheime AES-Key heißt, der sich da drin befindet. So. Das heißt, das Modul LOKS weiß, wie es mit dem Token-Typ YubiKey umzugehen hat und welche Informationen es an die Applikation zu senden hat. Danach kann ich im Prinzip den Privacy-ID-Server abschalten oder ich kann meine Applikation mit wegnehmen und kann mich dann authentisieren. Konkret für LOKS heißt es, ich kann die Authentisierungsinformation auf das System ziehen, kann dann mein Notebook zusammenklappen, in das Weinanbaugebiet fahren und mich dann mit dem YubiKey, den ich halt mal ausgerollt hatte, einstecken, in USB-Notebook aufklappen, ein Passwort eingeben, was als Challenge dient für den YubiKey. Der YubiKey spuckt mir einen Response zurück und kann damit einen LOKS-Keyslot aufschließen. Ergebnis für die Vertriebler ist, sie können genau das machen, was sie machen wollten, nämlich ihr Notebook offline, wenn sie im Weinlokal sitzen, mit zwei Faktoren booten. Dann kurz eine Frage stellen. Ja. Weil das setzt doch voraus, dass auf dem Notebook der geheime Seed für den entsprechenden HOTP, TOTP oder was weiß ich, lokal gespeichert werden muss. Und ja auch in einem Bereich, der noch nicht verschlüsselt sein kann, weil er ist ja quasi im Zugriff, um dann erst Zugriff auf verschlüsselten Container oder ähnliches erlauben. Das bedeutet ja, wenn ich es schaffe, an dieses Notebook in irgendeiner Form ranzukommen, ja, diesen Seed auszulesen, habe ich gleichzeitig den Universalschlüssel, womit ich auch Zugang zum VPN und ähnliches bauen kann. Das ist prinzipiell richtig. In dem konkreten Fall ist es so, dass der Seed halt nicht auf dem Notebook ist, sondern dass im Prinzip nur die Information von einem Challenge-Wert und dem zugehörigen Response-Wert sozusagen auf dem Notebook ist. Und eigentlich selbst das noch nicht mal, weil der Challenge-Wert im Prinzip das Passwort ist, was ich eintippe. Und der Response ist die Passphrase, mit dem ich einen LOKS-Slot aufschließe. Das ist für diesen speziellen Tokentyp jetzt so. Ja. Wenn ich hingehe und sage, ich möchte meine LOKS, mein LOKS-Modul so erweitern, dass ich mich halt auch mit diesem Push-Button-Token authentisieren kann, dann wird es halt tatsächlich böse. Ja? Dann muss ich mir halt überlegen, ich habe, welchen Tod ich sterben möchte. Ob ich halt, wie Sie sagen, das Seed dorthin bringen möchte, damit die Applikation alleine in der Lage ist, einen OTP-Wert zu validieren, oder ob ich sage, ich bringe eine Liste von so und so vielen zukünftigen OTP-Werten dahin. Das ist dann, also, das ist aber halt auch ein ganz gutes Beispiel, weil man hier halt sieht, dass so ein LOKS-Modul im Zweifel auch noch genügend Logik haben muss, zu unterscheiden, was ist das für ein Token-Typ. Wie will ich irgendwie wie will ich es handhaben, dass die Applikation alleine die Authentisierung durchführt? Also das ist, wir haben uns früher schon vielen darüber Gedanken gemacht, irgendwie, wie man irgendwie so eine Offline-Authentisierung
machen möchte. Und ich finde, da gibt es eigentlich keine gute Antwort für Push-Button-Tokens. Für den YubiKey Challenge Response ist das vernünftig möglich. Für die Push-Button-Tokens gibt es eigentlich keine Antwort, hinter der ich komplett stehen würde. Nee, ich müsste asymmetrische Krypto verwenden. Genau. Weil dann kann ich sagen, okay, es geht nur der Public-Teil, der nur zu verifizieren möglich ist, auch recht direkt drauf. Aber das ist halt deswegen auch die Idee hierhinter zu sagen, okay, ich gehe nicht hin und oder Privacy ID geht nicht hin und liefert die fertige Antwort dafür, wie das zu funktionieren hat, sondern ich habe im Prinzip ein Framework, wo ich ein Modul reinbauen kann. Und wenn ich jetzt sage, dass in meinem Szenario es toll ist, den Seed auf das System, auf die Applikation zu spielen, ja, dann mache ich das halt so. Dann baue ich das Modul halt so. Wenn ich sage, das ist doof, dann mache ich es nicht. Gleichzeitig, wenn ich irgendwann mal beispielsweise Client-Zertifikate oder Smartcards unterstützen würde, mit großen Würde, konjunktiv, dann würde mir dieses Konzept halt auch erlauben, wie Sie sagen, den Public Key auszuliefern, was ja das SSH-Modul, hier, das, was man klein erkennt, im Prinzip macht. Ja. Also, im Endeffekt befindet sich dieses Szenario mit den Clients und den Applikationen, ist die Basis geschaffen. Es gibt Module für LOKS, es gibt ein Modul für LOKS, was mit dem YubiKey funktioniert, es gibt ein Modul für SSH, was mit dem SSH-Token funktioniert. Weitere Szenarien kann man jetzt dazu bauen. Und da kann man sich jeweils, wie gesagt, überlegen, welchen Tod man sterben möchte oder ob man im Prinzip komplett neue Token baut. Also in dem Zusammenhang ist beispielsweise auch der SSH-Token neu entstanden, wo ich halt einfach hingehen kann und einen SSH-Public-Key hochladen kann. Dann habe ich im Prinzip den SSH-Public-Key oben. Und was dann einfach als Management meiner Public-SSH-Keys fungiert. Ich habe also keinen klassischen Authentisierungsweg, wo ich mich gegen den Server mit so einem SSH-Token authentisiere, sondern den SSH-Token verwende ich dann, um den halt der Maschine zuzuweisen und dann zu sagen, so, und jetzt pushe und verteile halt die Public Keys vom SSH auf die Systeme. Ja. Die Schlaubauer hat gesagt, okay, wir haben irgendwie noch keine anderen Probleme, wir haben gerade irgendwie das LOKS, die LOKS-Fragestellung. Deswegen nehmen wir noch irgendwie unsere Offline-Notebooks in unser ganzes Netzwerk mit rein. Und der Vertriebler hat jetzt also hier noch sein Notebook und bootet es zusätzlich mit dem YubiKey. Jo, also nochmal angeguckt. Die Schlabo hat also ihre ganzen Remote-Zugänge abgesichert, hat die Server abgesichert, das Kundenportal abgesichert und hat schließlich auch das Booten von dem Notebook abgesichert und das sogar offline. Noch eine kurze Frage. Ja. Das Booten von dem Notebook, inwiefern greift da oder wie weit greift da die Anforderung plattformunabhängig? Weil LOKS ist ja nun sehr, sehr stark jetzt auf Linux-basierte Plattformen gebunden. Ich kann mir gut vorstellen, einfach, dass es technisch nicht anders möglich ist, außer man hat wirklich richtig ganz gute Beziehungen. Das Ganze also, auch, ich sag mal, unter eine BitLocker oder ähnliches Windows-basierte oder Mac-basierte Firewall oder ähnliche Geschichte runterzuschieben. Ja, in dem Moment, wo ich natürlich mich über Applikationen unterhalte, ist natürlich die Fragestellung, wie plattformunabhängig die Applikation ist. Ja, bei den oberen Sachen ist ja, ja natürlich. Ist das ja super gegeben. Und LOKS ist halt nun mal LOKS. Ich sag mal, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich es hinbekommen würde, LOKS zu portieren, dass es auf Windows funktioniert, ja. Fürs Booten. dann würde ich das in dem Moment im Zweifel auch hinbekommen. Ja? Aber das ist natürlich klar, in dem Moment bin ich plattformunabhängig so von der Applikation abhängig.
unter Windows festplattenverschlüsselungsmäßig tummeln sich natürlich diverse kommerzielle Hersteller, so heißt das. Und die, da dauert ein Proof of Concept halt ein bisschen länger. Da braucht man halt auch irgendwo immer so irgendwie einen Pilotkunden und hast du nicht gesehen. Und ich war mit einem Hersteller mal im Gespräch, weil da halt auch ein Kunde irgendwo gesagt hat, hey, wir haben YubiKeys und so weiter und so fort. Und das hat sich aber dann leider halt ein bisschen verlaufen. Also das ist dann einfach, da geht dann so schnell nicht mehr nebenbei, dass man mal irgendwo einen Proof of Concept macht, dann muss das irgendwie in den ganzen Businessplan reinpassen. Aber prinzipiell wäre es natürlich möglich, aber da muss man halt irgendwo die Hersteller irgendwo mit ins Boot nehmen, weil die gehen ja genauso hin und sagen auch, hey, wir unterstützen diverse Smart Cards und so weiter. Da kann man genauso auch sagen, hey, lieber Hersteller, bau halt noch irgendwas anderes mit rein. So, wie geht es prinzipiell weiter? Was gibt es für Ideen für Privacy Idea? Ja, da möchte ich einfach einladen, mal zu schauen. Privacy Idea wird auf GitHub gehostet. Da gibt es eine Liste an Issues, da kann man sehen, was halt irgendwo so mal angedacht ist für nächste Meilensteine. Da kann man auch selber irgendwelche Issues reinschreiben, die kann man dann irgendwie, die können dann bearbeitet werden oder auch nicht. Gerne können da auch irgendwelche, kann das auch geforkt und Pull Requests gestellt werden. Außerdem versuche ich in dem Wiki, was unter GitHub auch dabei ist, bisweilen etwas kompliziertere Konzepte irgendwo zu veröffentlichen oder halt runterzuschreiben, bevor sie irgendwo in Code gegossen werden, sodass hier halt auch irgendwo versucht wird, so eine gewisse Transparenz zu gewährleisten, um halt zu sehen, okay, was gibt es für Ideen, was gibt es vielleicht für Konzepte, wo geht die Reise hin, wo könnte man sich konzeptionell verrennen oder vielleicht auch halt einfach als Interessierter dann entsprechendes Feedback im Vorfeld zu geben, bevor irgendwo Code entstanden ist, der irgendwo in die falsche Richtung funktioniert. Da gibt es dann zum Beispiel so Sachen, dass einfach so infrastrukturell so ein paar Sachen verbessert werden sollen, also wie RPM-Pakete beispielsweise, weitere Tokentypen zu integrieren oder halt als ganz, ganz Fernziel irgendwo mal so Sachen wie Client-Zertifikate auszurollen. Also erstmal, da gibt es, denke ich, mehrere Schritte. Im ersten Punkt halt zu sagen, okay, ich rolle Client-Zertifikate aus, die ich einfach als Zertifikat verwalte, weil mir das bisweilen schon mal begegnet ist, dass das irgendwo ein Bauchschmerz von manchen Leuten ist. In einem späteren Punkt, irgendwo das Ganze mit Smartcards zu machen, das ist natürlich eine Bank, da komme ich wieder in Treiberproblematiken rein und so weiter und so fort. Da ist es dann bestimmt ganz nützlich, irgendwann ein entsprechendes Projekt an der Hand zu haben. Ja, und insofern möchte ich einfach einladen, da hinzugucken, entweder auf die Projektwebseite oder bei GitHub, zu schauen, Ideen zu sammeln, Ideen zu liefern, zu fragen oder beizutragen. Jetzt bin ich aber erstmal durch und stehe noch für Fragen zur Verfügung. Ja, ich bin also neu auf diesem Thema. Ja. In diesem Thema. Jetzt habe ich ein Notebook mit Linux und nichts weiter. Ja. Kann ich da so ein YubiKey reinstöpseln und Linux machen beim nächsten installieren und dafür sorgen, dass ich also die Sicherheit, Wissen und Besitz habe? Oder muss ich dann, wie Sie das vorhin gesagt haben, ich habe das also nur bedingt verfolgt, ja, das geht. Nein, braucht man nicht. Also im Prinzip, es gibt schon seit einer Weile irgendwie so diverse Skripte, die da halt in dieser Bootphase was anpassen, damit man den YubiKey verwenden kann. Auch ich habe da mal dann so ein Skript und auch ein Ubuntu-Paket irgendwie paketiert, sodass man das eigentlich auch standalone machen kann. Und dann muss man, existiert dazu auch ein How-To, ich installiere das Paket, dann muss ich halt so ein paar Handgriffe, ja. Zwei, drei Kommandozeilen-Tools aufrufen. Dann generiere ich mir also erstmal, dann muss ich also erstmal den YubiKey initialisieren und dann kann ich so einen LOQS-Slot damit befüllen. Sodass ich das also auch standalone machen kann.
Das habe ich halt deswegen gemacht, oder dieses Tool, was halt Standalone funktioniert, ist natürlich dann auch das Tool, was verwendet wird, wenn ich mehrere YubiKeys hinten im Backend-System im Privacy ID verwalte und dann auf die Notebooks verteile. Aber dieses Tool an sich, YubiKey LOKS, auch irgendwo bei GitHub oder so, das funktioniert halt auch Standalone. Immer ganz praktisch ist, in so einem Fällen vielleicht auch irgendwie ein Backup zu machen oder es zu machen, bevor man irgendwie so mit ganz viel mit dem Notebook gearbeitet hat, weil das ist halt auch ein Konzept von LOKS, wenn ich meinen letzten LOKS hat hier mehrere Keyslots, mit denen ich mich im Prinzip authentisieren kann, um dann den Master Encryption Key für die Verschlüsselung aufzuschließen. Und das ist ja ein Konzept, dass ich durchaus den letzten Keyslot löschen kann, damit ich die Festplatte dann sicher wegwerfen kann. Aber wenn ich natürlich den letzten Keyslot gelöscht habe irgendwie, und dann ist die Platte natürlich sicher wegwerfbar. Sprich, könnte ich wieder von vorne anfangen. Aber es geht auch ohne, ja. Okay, danke. Gerne. Gut, also entweder habe ich alle verwirrt oder sind keine Fragen weiter offen geblieben. Und ansonsten, ihr würdet mal da vorbeischauen und wenn irgendwo später noch Fragen auftauchen, einfach dort nachhaken. Oder doch? Ja, noch mal eine ganz kurze Frage. Das Privacy ID ist jetzt auf der einen Seite im Kern diese zentrale Verwaltungskomponente mit dem Privacy-Interface und so weiter. Für wenn ich jetzt ein normales Webportal oder ähnliches dann sichern möchte. Ja. Was brauche ich noch auf der Client-Seite, außer vielleicht ein Apache-Modul, um Radius-Authentisierung oder ähnliches zu machen? Also das ist, kann man machen wie der Dachdecker. Also, wenn ich eine Web-Applikation absichern will, so als ein Beispiel, ja. Ja, kann ich entweder sagen, ich schalte was davor, quasi Reverse-Proxy-mäßig, dann würde ich wahrscheinlich hier über Radius gehen. Mhm. Das heißt, dann installiere ich einen FreeRadius, installiere ein Modul mit, das der FreeRadius weiß, wie er den Radius-Request entgegennimmt, mit dem Radius-Protokoll und aus den Daten hier über die API des Privacy-ID fragt. Wenn ich eine Web-Applikation habe, und weiß, ich habe nur diese Web-Applikation, dann würde ich mir wahrscheinlich überlegen, dass ich die Web-Applikation leicht modifiziere. Weil diese API verhältnismäßig simpel ist. Das ist also nur. Okay, die spricht selber kein Radius. Das heißt, ich muss drauf machen für die Radius, der nur für die eigentliche Authentisierung dahinter dann nochmal den Pilot Core anspricht. Genau. Also, okay. Das ist jetzt nicht das Ziel, hier irgendwie einen Radius-Stack neu zu implementieren. Okay. Weil es gibt einen guten und den kann man einfach nehmen. Das heißt, es gibt dann einfach ein Plugin-Modul für den Radius, für genau. den Radius, der sagt, pass mal auf, die eigentliche Benutzerauthentik gegen den gehen nicht gegen die Users-Datenbank oder Datei, sondern gefragt noch über eine simple API im Hintergrundsystem. Genau. Und wenn ich jetzt halt eine Web-Applikation habe, kann ich einfach sagen, okay, hier die Web-Applikation zeigt Username und Passwort an. Ich nehme diese Werte und gucke nicht in meine SQL-Datenbank nach, sondern ich nehme diese Werte und mache einen Ajax-Call hier gegen die Web-API vom Privacy-ID, übergibt den Username und das Passwort. Das Privacy-ID guckt halt, okay, das Passwort besteht aus einem fixen Teil, den der User sich gemerkt hat, sein Wissen und dem variablen Anteil, den der OTP-Token generiert hat. Überprüft, ob das stimmt und gibt halt dann einen JSON-Response irgendwo zurück, wo halt drinsteht, ob es halt erfolgreich war oder nicht. Es gibt da auch so verschiedene Module für verschiedene Sachen, also für so WordPress und Contao und Django und so, gibt es also Module, die im Prinzip genau das machen. Wenn meine Web-Applikation halt schön programmiert ist und halt eine entsprechende Authentisierungs- Modul API hat, dann kann ich da halt ein neues reinhängen oder auch OTS, da gibt es auch was für. Schreibe ich halt ein Modul für die Web-Applikation, das ist meistens, keine Ahnung, 80 Zeilen Code und dann kann ich also direkt den Privacy ID Server fragen über HTTP-Protokoll. Natürlich auch HTTPS, HTTP heißt einfach HTTP. Wäre auch eine Authentisierung.
die Privacy-ID über ein LDAP-Bind denkbar? Also ja. Es gibt ja auch einige Applikationen, die können eine Authentisierung via LDAP machen. Mhm. Das heißt, die befragen LDAP, geben User-ID-Kennwort hin, kriegen auch wieder zurück, ja oder nein. Wobei da ja in der Regel die Schwierigkeit ist, dass ja schon vor dem Versenden das Kennwort in irgendeiner Form gehasht wird, sodass es auf der Serverseite wieder schwierig wird, den statischen von dem dynamischen Teil wieder zu trennen, um dann den dynamischen Teil zu prüfen. Okay. Weil das sind Einwegfunktionen. Ja. Also wenn es gehasht wird, okay. Also ich hatte da mal irgendein Modul für OpenLDAP gebaut, Ja. Das das genauso macht, das also im Prinzip dazwischen sitzt und sagt, okay, wenn ein Bind kommt, nehme ich die Credentials und überprüfe die Privacy-ID und alles, was kein Bind ist, reiche ich im Prinzip so 1:1 an den echten LDAP-Server weiter. Mhm. Und das hatte funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob das irgendein Mensch produktiv einsetzt und welche Qualität das hat, aber so als Proof of Concept kann man sagen, ja, das geht. Das geht. Muss doch mal schon machen. Also mir ist auch mal einer über den Weg gelaufen, der hatte so proprietäre Applikationen, da hat er gesagt, da kann ich gar nichts machen, die sprechen noch nicht mal LDAP. Mhm. Die haben irgendwie eine User-Datenbank im Hintergrund. Der hat gesagt, aber was ich machen kann, ich habe irgendwelche Command-Line-Tools, um das Passwort von dem User zu ändern. Ja, und dann kam der irgendwie mit dem Ding des Tagespasswortes rüber. Ja, der hat sich dann so seine eigenen Token aufgebaut. Und das kann das System also auch im Prinzip so ein Tokentyp Tagespasswort, wo ich halt einfach jeden Tag ein neues Passwort habe. Und dann wird halt im Hintergrund im Prinzip diese proprietäre Benutzerdatenbank, wird halt dann da das Passwort geändert, damit es mit dem Privacy-ID-Passwort zusammenpasst. Jo. Ansonsten, wenn irgendwie noch was arbeitet und da hinten ist ein Stand in dieser Rotunde, einfach nur vorbeikommen und fragen. Und ich habe das hier auch offen. Ich habe mich jetzt zurückgehalten, da irgendwie was zu zeigen. Das ist auch irgendwie auf dem Notebook drauf. Also wenn man da nochmal was gucken will, kann man da auch was gucken. Und, ja. Gut. Um 12 Uhr geht es weiter. Glaube ich. Ja. Danke.